Wie kann man Werbung unterscheiden? Einmal die Unterscheidung nach der Zahl der Umworbenen und zum Zweiten nach der Zahl der Werbenden. Auch wieder akademische Frage. Ja. In der Praxis stellt sich das nicht, aber wenn man theoretisch daran geht, Aufgabe der Theorie ist es ja oft auch, Dinge so zu strukturieren, dass man sie gut erkennen kann, dass man sie voneinander unterscheiden kann. Also nach der Zahl der Umworbenen unterscheiden wir die Einzel Umwerbung und die Massen, hier sagt man tatsächlich Umwerbung, also dass man Massen umwirbt. Ja, Einzelumwerbung und Massenumwerbung. Und nach der Zahl der Werbenden unterscheiden wir die Alleinwerbung und die Kollektivwerbung. Ja, Alleinwerbung und Kollektivwerbung. Im Rahmen der Kollektivwerbung kann man noch, glaube ich, Sammel- und Gemeinschafts unterscheiden. Sammel bedeutet, dass die Unternehmen einzeln genannt werden und Gemeinschafts bedeutet, dass die Unternehmen, die dahinter stecken, anonym sind. Ja, aber das geht jetzt schon zu weit hier. Alleinwerbung, Kollektivwerbung, hier noch die Unterscheidung. Treten die Unternehmen namentlich auf, dann nennt man es, glaube ich, Sammelwerbung. Und wenn sie anonym auftreten, dann nennt man es Gemeinschaftswerbung. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.